Katrin Röckler, du wirst im Dezember als Poetin in Residence an der Universität Duisburg-Essen zu Gast sein und drei Poetikvorlesungen dort geben. Was erwartet die Studierenden der Universität? Was erwartet die interessierten Besucher? Jede Menge Material. Also mich interessieren Kreuzungspunkte, die zwischen Literatur und Theorie, Politik und Literatur, zwischen den unterschiedlichen Medien, Theater, Prosa, Essay, Hörspiel. Ich interessiere mich dann im Schreiben, in der Ästhetik sehr stark auch dafür, vermischtes, hybrides, eben sich kreuzendes, querstehendes, wie zum Beispiel die Verbindung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die Spannung zwischen dem Dokumentarischen und dem Fiktiven, die ja sehr oft gegeben ist in literarischen Texten, das aber kenntlich zu machen, herauszuarbeiten. Ich stelle mir vor, dass ich zahlreiche Beispiele bringen werde, dass ich nicht nur über Foucault und Deleuze reden möchte, sondern auch über Alexander Kluge und Hubert Fichte, deren Ästhetiken vorstellen werde, um auch Beispiele zu geben. Mhm. Also ich bleibe nicht bei mir, sondern ich wühle mich ein wenig durch die jüngste Gegenwartsgeschichte durch. Wenn das jetzt auch die Geschichte deiner eigenen Literatur betrifft, gibt es da tatsächlich Werke von dir, auf die du dich vor allen Dingen beziehen wirst und an denen du vor allen Dingen auch zeigen wirst, wie du arbeitest? Ich habe vor, wir schlafen nicht und die Alarmbereiten ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Ganz einfach, weil es sehr exemplarische Werke sind, die auch eine Abstrahlkraft auf andere, vor allem Theaterstücke dann auch hatten. Und ganz gut auch das zeigen, was mich auch inhaltlich in den letzten 10 Jahren beschäftigt hat. Jetzt ist das Setting einer Poetikdozentur eigentlich immer eines, das so eine spezifische Vorstellung vom Autor, der von der Kanzel herab gleichsam davon berichtet, wie er aus sich heraus Literatur schafft und kreiert, berichtet, also dieses Setting. Jetzt hast du ja eben schon beschrieben, wie stark du beeinflusst bist, auch von anderen Autoren, auch von Theorien, wie du auch dokumentarisch arbeitest. Wie gehst du mit diesem Setting um? Naja, ich möchte das mehr oder weniger verlassen. Mich interessiert da mehr das Dialogische, also die Sprachen der anderen. Und wenn man sich für die Sprachen der anderen interessiert, kann man auch im Raum schwer sozusagen in den Monolog fallen, sondern ich werde versuchen zu begeistern, aber auch Antworten zu bekommen und in ein Gespräch einzutreten. Wir freuen uns sehr auf deine Präsentation. Wir freuen uns auf das Gespräch. Ab Montag, 1. Dezember, 16:30 Uhr im Bibliothekssaal der Universität Duisburg-Essen. Wir freuen uns auf dich.